Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Wir werden jetzt gemeinsam den Polly Pocket Abenteuerpool ausprobieren. Dazu haben wir ihn in dem letzten Video schon aufgebaut und jetzt probieren wir das Ganze mal aus. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Wasser. So. Und auch hier oben muss ein bisschen Wasser rein. Und dann können wir auch schon loslegen. Hier oben muss man dann Polly anticken oder ein bisschen bewegen. Und dann schießt sie sozusagen den Abhang hinunter. Und das demonstriere ich euch jetzt mal. Das ist also so ein bisschen wie so eine Klickerbahn. Also dadurch, dass sie hier oben langfährt, löst sie dann hier so einen Mechanismus aus, dass dann von oben auch noch so ein Wasserfall kommt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. So, jetzt mal wieder auf ihre Startposition. Hier sieht man auch schon, ich hatte euch das vorhin schon erzählt, oder im letzten Video besser gesagt, dass die Haarsträhne sich da oben bei ihr pink färbt, sobald sie in warmes Wasser reinkommt. Und das ist jetzt nun mal warmes Wasser, also der Versuch hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und zwar kann man hier so einen Mechanismus in Gang setzen. Das hat noch nicht so gut geklappt. Wahrscheinlich muss das ein Stück weiter nach hinten. So. Na, jetzt hängt er fest. Ich ticke ihn mal an. Dann kann nämlich dieser kleine Hund hier auf dem Palmblatt rutschen. Und dann gibt es noch eine weitere Alternative, die ist hier oben. Da kann nämlich der Affe in dem Bananenblatt oder in dem Palmblatt hier runterfahren, indem man ihn antickt. Dabei fällt er aber jedes Mal wieder raus. Also es gibt auf jeden Fall drei verschiedene Sachen. Ich würde sagen, wir füllen noch mal ein bisschen Wasser nach. Und lassen Polly dann nochmal den Abhang herunter, weil das finde ich eigentlich am coolsten an dem Set. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Auf die Plätze, fertig, los! Oh, hier wurde sie von der Rutsche gebremst. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass man dann diesen Hebel nach unten legt, nochmal. Und dann ist sie auch schon im Wasser gelandet. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen netten Kommentar und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!